Hallo hier bei Justins Wetter zu diesem Wetter-Update nochmal am Nachmittag. In diesem Video werden wir jetzt nochmal ein bisschen genauer draufschauen auf die Gewitter und Unwetter am Wochenende. Denn da könnte dann doch was Heftiges auf uns zukommen. Man muss aber auch erwähnen, dass am heutigen Tag, heute Nachmittag und heute Abend auch einzelne schwere Gewitter unterwegs sein werden mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Tornado-Gefahr ist außerdem auch erhöht und deswegen habe ich mich für dieses Hintergrundbild hier entschieden, mit dieser wirklich wunderschönen Gewitterfront, die hier aufzieht. Legen wir auch direkt los, schauen wir dann auf das aktuelle Wettergeschehen von ca. 16 Uhr. Und da sieht man noch, dass hier im Osten Bayerns und teilweise auch hier im Süden oder Südosten von Deutschland, also im Südosten von Bayern, so, dass hier auch eine heftige Gewitterzelle Richtung Passau unterwegs war, die jetzt nach Niederösterreich rausgezogen ist. Und da ist jetzt ein Short zu online gekommen, oder es kommt jetzt gerade online, zu dieser wirklich heftigen Gewitterzelle, die jetzt in Niederösterreich unterwegs ist. Schauen wir dann jetzt mal auf das aktuelle Wettergeschehen, also auf die aktuelle Wetterlage vom übermorgigen Samstag. Und da haben wir ein Hoch auf dem Atlantik, also hier, und dann haben wir dann noch ein Tief Richtung Nordeuropa und ein Tief Richtung, ja, womöglich sogar ein Tief Richtung, Richtung Portugal und Spanien. Und da könnte sich dann diese labile Luft zwischen aufbauen. Schauen wir dann jetzt auf das Wetter am Samstagnachmittag bzw. Abend. Und da kommt dann doch was in Sachen Gewittern wohl wieder auf uns zu. Wenn wir nämlich hier in den Süden schauen, da haben wir dann doch wirklich diese sehr, sehr kräftigen Gewitter, die sich bilden sollen mit Starkregen, Hagel und auch Sturmböen, muss man auf jeden Fall nach jetzigem Stand rechnen. Und da sieht man hier im Süden doch sehr, sehr gut diese wirklich sehr, sehr kräftigen Gewitter, die dann hier aufkommen. Schauen wir uns die Cape-Werte dazu an. Und da sehen wir auch hier an den Alpen, hätten wir dann doch wohl die höchsten Cape-Werte mit teilweise bis zu 2000 Kilojoule, die hier aktuell berechnet werden. Und das ist doch ein relativ hoher Wert. Richtung Norddeutschland wäre in Sachen Cape-Werten so gut wie gar nichts los. Schauen wir dann jetzt auf die Windscherung. Und die ist dann doch hier im Süden dann doch erhöht. Aber auch hier im Nordwesten hätten wir dann doch deutlich erhöhte Windscherungswerte nach jetzigem Stand. Hier werden doch aktuell bis zu 70, 80 Knoten berechnet. Aber das ist nach jetzigem Stand eher irrelevant. Denn im Nordwesten wird es kaum bis gar keine Gewitter wohl geben. Eher, wie gesagt, hier im Süden. Schauen wir dann jetzt als nächstes auf die Superzellengefahr vom 8.6. Und da hätten wir dann doch hier im Südwesten und im Norden von der Schweiz erhöhte Superzellengefahr, sowie hier ganz unten, rechts der Karte, oder unten links, ja, ganz unten der Karte, wo ich gerade hinzeige, hätten wir dann doch auch erhöhte Superzellengefahr. Das wäre dann hier in Niederösterreich. Und da kann es dann auch heftige Brummer wohl am Samstag geben. Schauen wir uns dazu jetzt die Temperaturen an in 2 Metern Höhe. Und die Temperaturen in 2 Metern Höhe, die würden dann doch im Süden und im Osten, also im Süden und im Osten, dann doch deutlich ansteigen auf Werte, die dann bis zu 24, 26, 25, 26, 27 Grad erreichen würden. Und im Nordwesten würden wir dann doch nicht ganz so hohe Temperaturen erreichen. Vielleicht würden wir hier sogar unter der 20 Grad Marke wohl bleiben. Also das würde dann doch hier im Nordwesten eher eine relativ herbstliche Angelegenheit werden. Schauen wir dann jetzt als nächstes noch auf den Sonntag. Denn der Sonntag, der könnte es weiterhin in sich haben. Im Sonntag könnten dann vor allem hier unten am Alpenrand sich wieder heftige Gewitter nach jetzigem Stand entwickeln. Sonst in Sachen Gewitter eigentlich fast gar nichts los. Und da würde dann auch nicht viel passieren, dann doch jetzt am Sonntag. Die Cape-Werte dazu. Jetzt habe ich hier die Cape-Werte nämlich eingeblendet. Und da sehen wir dann hier ganz im Süden diese doch deutlich erhöhten Cape-Werte mit Werten, die dann auch wieder bis zu 2000 Kilojoule reichen würden. Also da würde es dann in Sachen Cape-Werte wieder deutlich, deutlich heftiger werden. Und vor allem in den Alpen muss man dann noch, oder in Alpinen muss man dann noch mit diesen schweren Gewittern vor allem rechnen, aber auch am Alpenrand in Süddeutschland könnte die ein oder andere Superzelle wohl mit dabei sein. Die Windscherung, so, die wäre dann doch vor allem hier in Mitteldeutschland erhöht, im Süden, da wo sich die Gewitter bilden könnten. Ja, wären sie dann aber diesmal nicht mehr so organisiert wie am Samstag im Süden. Hätten wir aber zwar auch noch schwere Gewitter, aber nicht mehr diese heftigen wie am Samstag.
Außerdem hätten wir dann auch erhöhte Windscherungen hier im Nordosten von Deutschlands Richtung Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin. Und da wäre es dann doch auch möglich, dass sich vielleicht ein einzelnes kleines Gewitter bilden könnte, aber nach jetzigem Stand relativ unwahrscheinlich. Schauen wir dann auch noch hier auf die Superzellengefahr und da sieht man dann hier wieder Richtung Niederösterreich, dass wir hier dann doch erhöhte Superzellengefahr hätten nach jetzigem Stand. Und das wäre eigentlich der einzigste Bereich, wo wir die erhöhten Windscherungswerte oder die erhöhten Superzellenwerte nach jetzigem Stand hätten. Zum Schluss habe ich mir jetzt hier noch zwei Karten rausgesucht. Erstmal hier nach dem Eigenmodell die Niederschlagsmengen. Und dann außerdem auch noch gleich nach dem GFS-Modell die Niederschlagsmengen nochmal akkumuliert, nochmal obendrauf. Und hier das Eigenmodell sieht man dann doch, dass es hier vor allem im Süden von Deutschlands wieder sehr, sehr hohe Niederschlagsmengen bringen würde. Sonst aber in der Mitte fast gar nichts bis nächste Woche Dienstag. Also NRW, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen, vielleicht auch Sachsen, die würden kaum bis gar keinen Niederschlag jetzt bis nächste Woche Dienstag bekommen. Im Süden teilweise wieder bis an die 100 Liter pro Quadratmeter. Zum Schluss noch das GFS-Modell und da kommt auch in der Mitte jetzt wieder was in Sachen Niederschlag dazu. Aber der Süden, vor allem die Alpen, würden dann wieder zugeschüttet werden mit sehr, sehr hohen Niederschlagsmengen bis 130 Liter pro Quadratmeter bis zum 17.06. jetzt akkumuliert. Aber auch im Nordwesten würde dann doch einiges an Niederschlag vom Himmel kommen. Also da würde eine sehr, sehr nasse Zeit dann wieder auf uns zukommen. Das war's jetzt eigentlich mit diesem ganz, ganz kurzen Unwetter-Update fürs Wochenende. Mehr schauen wir uns dann jetzt in der Wettervorsage morgen an. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch da einschalten würdet. Wir sehen uns. Haut rein. Mittlerweile bei 1860 Abonnenten. Wie gesagt, haut rein. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann und ciao.